Hören Sie Die Nusstorte, ein sowjetisches Hörspiel von Mark Boguslawski, in der Übersetzung von Tamara Schulze. Mein liebes Mamachen, gestern Abend erst habe ich dir einen Brief geschrieben und nun schreibe ich dir schon wieder. Warum wohl? Das weiß ich selbst nicht so recht. Vielleicht, weil ich mich hier so einsam fühle, auf dieser kleinen abgelegenen Bahnstation. Jetzt bin ich hier schon den 5. Monat im Praktikum. Aber so richtige Freunde habe ich immer noch nicht. Unsere Bahnstation ist, wie schon gesagt, sehr abgelegen. Das einzige Gebäude weit und breit. Bis zum nächsten Dorf sind es 18 Kilometer. Täglich halten hier 3 Güterzüge und ein Schnellzug, der hier Kühlwasser aufnimmt. Alle anderen Züge fahren durch. Nur die Lokomotivführer und Maschinisten winken und rufen mir einen kurzen Gruß zu. Aber heute war nun ein besonderer Tag. Und ich wurde Zeuge einer etwas traurigen Geschichte, die mir zu denken gab. Es begann damit, dass gute 2 Stunden vor Eintreffen des Schnellzuges auf unserer Station ein alter Mann auftauchte. Klein, sehnig, fast mager, mit schönen weißen Haaren. Du glaubst gar nicht, wie mich dieser Großvater dann mit Fragen und Bitten geradezu bestürmt, ja gequält hat. Worum bitte ich dich denn? Um nichts anderes als um eine ganz kleine Gefälligkeit. Nur um einige unbedeutende 10 Minuten und nicht mehr. Ach, Großväterchen, da kommen Sie von irgendwoher und rauben mir meine Nerven. Was heißt hier von irgendwoher? Ich komme aus dem Dorf Nawotki, natürlich, aus dem Kolchos Morgendämmerung. Sergei Pavlovich Wichrev ist mein Name. Man kann sagen, ich bin ein Kolchos-Veteran. Jeder kennt mich. Und da fragst du von irgendwoher. Ist ja schon gut. Ein Veteran sind Sie zwar, aber die Vorschriften der Eisenbahn scheinen Sie nicht zu kennen. Wo gibt's denn sowas? Dass ein Zug so einfach mir nichts, dir nichts grundlos aufgehalten wird. Ja, habe ich dich etwa darum gebeten, ihn bis morgen früh aufzuhalten? Nein, nur um ganze 10 Minuten und nicht mehr. Eure 3 Minuten Aufenthalt sind mir nun mal zu wenig. Verstehst du, zu wenig? Verstehe, zu wenig. Aber dafür bin ich zuständig. Da müssen Sie sich bitte zum Leiter der Streckenaufsicht bemühen. Wenn es notwendig sein wird, werde ich mich hinbemühen. Ja, wenn du es genau wissen willst, im Jahre 36 habe ich mich zu Michail Iwanowitsch Kalinin persönlich aufgemacht. Er hat mir, wenn du es genau wissen willst, im Kreml einen Orden an die Brust geheftet. Und du willst mich zum Leiter der Streckenaufsicht schicken? Was bist du nur für eine? Was heißt hier, was bist du nur für eine? Ich mache hier mein Praktikum. Ich bin sozusagen die Bahnhofsvorsteherin. Seh ich. Schließlich bin ich ja nicht blind. Ich meine nur, wo bist du her? Ich komme aus Ochowski. So, aus Ochowski. Auch nicht schlecht. Hast du schon mal was von der Familie Wichrev gehört? Wie sollte ich nicht? Bei euch besteht ja das halbe Dorf aus Wichrevs. Siehst du? Und ich, so kann man sagen, bin gewissermaßen der Älteste von ihnen allen. Verstehst du? Aber ja. Was gibt es da nicht zu verstehen? So, na. Wenn du es verstehst, dann kannst du den Zug auch ohne weiteres für 10 Minuten aufhalten. Die Wünsche der Alten, meine Liebe, muss man respektieren. Mein Gott, Großvater, wie soll ich Ihnen nur erklären, dass ich nicht das Recht habe, den Aufenthalt des Zuges zu verlängern? Denk nach und ereifere dich nicht. Beschäftige dich mit meiner Bitte und dann entscheide dich. Aber da gibt es nichts zu entscheiden. Eine Entscheidung kommt mir nicht zu. Hier, sehen Sie, an dieser Wand habe ich eine Vorschrift hängen. Ja, und das ist alles. Nun lass sie doch hängen. Bin ich denn dagegen? Sieh mal, ich bitte doch nicht für mich. Es geht um meinen Sohn.
Er will sich doch mit seinem Vater auch ein bisschen aussprechen. Immerhin haben wir uns so an die 9 Jahre nicht mehr gesehen. Wer weiß, wo sie uns überhaupt noch mal wiedersehen. Alt bin ich inzwischen geworden. Ja, sehr alt. Zu Fuß bin ich gekommen. Das Atmen fällt mir schwer. Warum fährt Ihr Sohn denn eigentlich weiter? Könnte er nicht wenigstens für einen Tag bleiben? Da hast du dir was Feines ausgedacht. Du glaubst wohl, mein Sohn hätte nichts weiteres zu tun, als sich zu uns auf den Weg zu machen. Nein, sowas. Sieh mal, ich habe von ihm einen Brief bekommen. Und hier schreibt er, ich fahre nach... das kann ich nicht lesen. Naja, er fährt in irgendein Sanatorium sich erholen. Und hier siehst du, schreibt er, komm zur Bahnstation, damit ich dich begrüßen kann. Na, da siehst du es selbst. Aber was du noch wissen musst, er ist Leiter auf einer Baustelle. Bei ihm geht es um jede Stunde, um jede Minute. Selbst der Minister ruft ihn 2-mal monatlich zu sich. Da siehst du mal, wie viel er zu tun hat. Du aber willst dir nicht mal den kurzen Aufenthalt gönnen. Ach, dass er mich nicht vergessen hat. Dass er mich zu sich zum Zuge ruft. Aber er hätte sich doch wirklich mehr um Sie... Er ist mein Einziger. Ganz allein habe ich ihn aufgezogen. Meine Frau Glascha ist 2 Jahre nach seiner Geburt gestorben. Ich bin ihm Vater und Mutter zugleich gewesen. Dabei, wie viele Weiber haben mich gewollt... Aber ich nicht eine. Nein, sagte ich, das war alles. Ich kann mich noch erinnern, dass sie mich deshalb im Dorf den Weiberfeind und Hagestolz genannt haben. Aber das machte mir nichts aus. So verging die Zeit. Ich habe keine Arbeit gescheut, habe viel geschuftet. Und für ihn, den Jungen, Basia war mein ganzes Glück. Alles hat er bekommen. Eine Ziehharmonika, ein Fahrrad, alles, was er sich wünschte. Und als er an der Universität war, verging kein Monat, ohne dass ich ihm nicht ein Päckchen geschickt hätte. Ich weiß doch, er liebt Leckereien und mit leerem Bauch studiert sie schlecht. Großvater, ich verstehe nicht, warum nimmt er Sie nicht zu sich? Jetzt, wo Sie alt geworden sind. Wo denkst du hin? Er hat, weiß Gott, mehr zu tun, als sich mit mir alten Knacker abzugeben. Ich habe dir doch gesagt, dass er viel zu tun hat. Was heißt hier viel zu tun? Das haben andere auch. So, als Dusja Wichreva mal zu ihm gefahren ist, da hat sie ihn zu Hause besucht. Sie hat uns erzählt, dass die Wände seiner Wohnung voller Bücherregale sind. Und nicht nur das, in jedem Zimmer steht ein Telefon. Und er hat Familie? Eine Familie? Was soll ich darauf antworten? Vielleicht hat er eine. Zeit wär's ja. Aber warum schreibt man darüber gar nichts? Naja, gleich wenn ich ihn sehe, werde ich nach allem ausfragen. Wie lange dauert es eigentlich noch, bis der Zug endlich kommt? Noch 11 Minuten. Noch ganze 11 Minuten? Meine Güte, wie sich die Zeit hinzieht. Oh, das kommt Ihnen nur so vor. Schließlich warten Sie hier schon geschlagene 2 Stunden. Wird sich der Zug auch nicht verspäten? Aber nein. Naja, ich glaub's auch nicht. Was ich noch sagen wollte, mein Wascha ist schon seit frühester Kindheit so ein ganz akkurater. Wenn er sich verabredete, verspätete er sich niemals. Immer pünktlich, immer ordentlich. Ich bitte dich nur um eins. Beeil dich nicht so bei der Abfertigung des Zuges, dehne sie so lange wie möglich aus. Lass mir Zeit, den Sohn anzuschauen. Aber Großvater, ich habe Ihnen doch schon gesagt. Was ist denn das? Sollte der Zug vielleicht schon früher kommen? Nein, nein, vor 4 kann er nicht hier sein. Ein Auto ist dort. Ist er bei euch? Na also, da ist er ja. Da haben wir ja den Ausreißer in voller Lebensgröße und Gesundheit. Nur wo sollte ich schon sein, wenn nicht hier? Ihr selbst habt doch Wascha's Brief gelesen. Über den Brief unterhalten wir uns nachher. Beantworte mir jetzt folgende Frage. Warum hast du mich heute Morgen aufgesucht? Warum? Aber das weißt du doch ganz genau. Ich habe um ein Auto gebeten, das mich zur Station führt. Na? Und? Habe ich dir deine Bitte abgeschlagen?
Nein, hast du nicht. Ja, aber warum du dich dann, du unruhige Seele, voller Eile zu Fuß zum Bahnhof aufgemacht? Voller Eile? Ich bin durchaus nicht geeilt. Und außerdem, bis zur Milchfarm hat mich Stepan mit dem Laster mitgenommen. Ja, aber von der Milchfarm bis zum Bahnhof sind's immer noch ganze 12 Kilometer. Sieh mal einer an. 12 Kilometer. Für dich mag das ja bedeutungslos sein, aber ich will mich nicht vor deinem Sohn verantworten müssen. Ich höre ihn schon förmlich. Konntet ihr nicht meinen alten Vater zum Bahnhof bringen? Was heißt, könntet ihr nicht? Ihr könnt alles. Schließlich sind wir ein reicher Kolchos und überhaupt... Und warum hast du dich dann schon am frühen Morgen in Marsch gesetzt? Eine geschlagene Stunde haben Dimitri und ich dich gesucht. Im Dorf, in den Ställen, an allen möglichen Orten. Ich hab dir doch gesagt, wir fahren mit unserem Bobby zum Bahnhof. Zusammen fahren wir. Na ja, bloß, ich hab zu eurem Bobby wenig Vertrauen. Geht beispielsweise unterwegs der Motor kaputt... Was dann? Dimitri! Was ist? Hast du gehört, was er über unser Maschinchen gesagt hat? Hab's gehört. Na und? Was sagst du dazu? Ja, was soll ich dazu schon sagen? Soll er sehen, wie er nach Hause kommt? Vielleicht auf dieselbe Weise, wie er hierher gekommen ist. Oh, das ist eine sehr kluge Entscheidung. Und wie denkst du darüber, Sergei Pavlovich? Ich denke, dass ich mir jetzt nicht mehr mit euch verderben will. Es wäre weitaus besser, wenn du dich mit dieser... Bahnhofsvorsteherin hier ins Benehmen setzen wolltest, bis sie als Kolchosvorsitzende zukommt. Ja. Lass sie den Zug ein bisschen aufhalten. Zu wenig Zeit bleibt uns. Sag's selbst, was sind 3 Minuten? Ja, was gibt's da groß zu reden? Ich ordne an, den Zug aufzuhalten, bis du dich mit deinem Sohn ausgesprochen hast. Und damit basta. Na, Sie sind mir ja einer. Aber selbst einem Minister sind hier die Hände gebunden. Nun sprich doch mal mit ihr. Es hilft doch alles nichts, Sergei Pavlovich. 3 Minuten? Das sind 180 Sekunden. Das ist doch gar nicht so wenig. Habe ich recht, Dimitri? Natürlich, völlig recht. Bei uns, da hat sich eine ganze Division in 3 Minuten in voller Kriegsausrüstung... Ja, hör auf, das kenne ich schon. Also, Sergei. In diesen 3 Minuten, ganzen 180 Sekunden, wirst du dich mit deinem Was ja aussprechen. Und wir werden ihm unsere Bitte vortragen. Was denn für eine Bitte? Ah, da kann man's ja mal wieder sehen. Das hast du schon wieder vergessen. Wir hatten doch beschlossen, deinen Sohn zu bitten, unsere Eingabe weiterzuleiten. Schließlich ist Was ja doch einer von uns. Was soll denn dabei herauskommen, Pjotr Afanasjitsch? Von diesen ganzen 3 Minuten reservieren Sie sich eine gute Hälfte. Das ist nicht richtig. Wenn ihr etwas von ihm wollt, dann fahrt doch zu ihm. Aber dass ihr ihn mir hier wegnehmen wollt, dafür habe ich kein Verständnis. Hätte ich das gewusst, hätte ich euch nicht seinen Brief gezeigt. Beruhige dich, Sergei Pavlovich. Ich nehme von eurem Wiedersehen nur 2 Sekunden in Anspruch. Nicht mehr. Wir geben ihm unsere Eingabe, dann gehen wir beiseite. Ehrlich, wir werden ihn nicht länger beanspruchen. Du wirst ihn wiedersehen, wirst mit ihm sprechen. Die Zeit wird nicht umsonst verstreichen. Ich an deiner Stelle würde mir übrigens die wichtigsten Fragen und Probleme auf ein Stückchen Papier aufschreiben. Genau, das wären sozusagen die Thesen der Beratung. Das wäre ja noch schöner. Nein, ich komme ohne Papier aus. Mir genügt es schon, ihn nur anzusehen. Danach lasst mich in Ruhe sterben. Aber... Sergei Pavlovich, was sind denn das für Redensarten? Nun hör mal auf. Mit solchen Gedanken gib dich gar nicht erst ab. Aber meine Augen wollen nicht mehr so recht. Auch das Atmen fällt mir schon schwer. Die Hände zittern. Machen Sie sich fertig zum Empfang. Der Zug kommt gleich. Er kommt gleich? In welchem Waggon sitzt eigentlich dein Wasja? Wer sitzt? Dein Sohn Wasja. In welchem Waggon sitzt er? Woher soll ich das wissen? Sicherlich im allerbesten. Schließlich ist er doch ein Leiter. In Ordnung, reg dich nicht auf. Wir werden es so machen. Dimitri postiert sich am Anfang des Zuges, ich am Ende und du, Sergei Pavlovich, bleibst hier, in der Mitte. Wer Wasja zuerst sieht, ruft nicht mehr so recht. Wissen wir. Aber wir hoffen auch auf das Sehvermögen deines Sohnes. Er wird dich schon erspähen. Schnell, da ist der Zug. Wir müssen unsere Positionen einnehmen.
Verzeihung, Großvater. Sind Sie zufällig der Vater von Wassili Sergejewitsch Wichrew? Zufällig bin ich. In voller Lebensgröße. Dann ist ja alles in Ordnung. Wassili Sergejewitsch hat mich gebeten, Sie zu grüßen und Ihnen mitzuteilen, dass er per Flugzeug reist. Sie müssen entschuldigen, aber irgendwie habe ich Sie nicht verstanden. Wieso nicht? Habe ich denn nicht deutlich gesprochen? Ich habe gesagt, Ihr Sohn Wassili Sergejewitsch hat mich gebeten, Ihnen mitzuteilen, dass er nicht mit diesem Zug fährt. Er hat sich entschlossen zu fliegen. Verstehen Sie? Zu fliegen. Mit dem Flugzeug. Aber liebes Kind, das kann doch gar nicht sein. Er hat mir doch geschrieben, einen Brief, dass er mit dem Zug kommt. Ja, das ist ja richtig. Er wollte ja auch erst mit dem Zug kommen, aber dann hat er sich's überlegt und sich fürs Flugzeug entschieden. Mit dem Zug sind es 2 Tage, aber mit dem Flugzeug nur 4 Stunden. Und schon ist er an Ort und Stelle. Na? Verstanden, Großvater? Natürlich. Ich selbst liebe es auch nicht, längere Wegstrecken im Zuge zurückzulegen. Ist schon eine Quälerei mit diesen Zügen. Aber entschuldigen Sie bitte, können Sie mir bitte sagen, wie es ihm geht? Wie sieht er aus? Es geht, ja. Naja, er beklagt sich ja auch nicht. Natürlich hat er viel Arbeit, aber trotz allem, er ist gesund und munter. Ja, sogar recht lustig. Sie müssen schon entschuldigen, mein Fräulein, aber was machen Sie denn hier? Sind Sie zusammen mit Wasja gekommen? Wieso zusammen? Er hat mich beauftragt, auf dieser Bahnstation auszusteigen und den Vater davon zu verständigen, dass er ein Flugzeug genommen hat. Hätte er nicht ein Telegramm schicken können, damit sich der alte Vater nicht umsonst zur Station bemüht? Was verstehst du schon davon, du mit deinem Verstande? Was? Mehr hat Wasja ja wohl nichts zu tun, als ihn alle Welttelegramme zu verschicken. Hör nicht auf ihn, Töchterchen. Sag mir, Liebe, wie ist es dort bei ihm? Naja, also so im Allgemeinen und überhaupt. Na gut, überhaupt, er ist ein Glückspilz. So wie er sein 3. Objekt beendet hat, wird er sicher zu Ihnen kommen, zu Besuch. Hat er das gesagt? Ja, das hat er wohl gesagt. Das ist aber schön. Dann ist ja alles gut. Sag mal, Töchterchen, wie heißt du eigentlich? Mit Nachnamen Swanitzkaja und mit Vornamen Elvira. Elvira... Aber beinahe hätte ich ja das Wichtigste vergessen. Bitte. Das ist für Sie, Großväterchen. Was ist denn das? Eine Nusstorte. Wassili Sergejewitsch hat mich gebeten, Ihnen irgendein Reiseandenken mitzubringen. Naja, und da habe ich gedacht, eine Biskuittorte verdirbt so schnell. Aber diese hier hält sich eine ganze Woche. Es ist eine sehr wohlschmeckende Torte. Na? Nun nehmen Sie schon. Genier dich nicht, Großväterchen. Dankeschön. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Es ist wirklich sehr schön, dass sich die Torte eine Woche hält. Denn ich habe jetzt gar keinen Appetit darauf. Nein? Naja, ich muss jetzt wieder einsteigen. Der Zug fährt ja gleich weiter. Ciao, Großväterchen. Ciao! Was hat sie gesagt? Sie hat Ciao gesagt. Wie ist das zu verstehen? Ciao, das ist Italienisch. Das bedeutet, bleib gesund, Großväterchen, sei nicht traurig, deinem Söhnchen geht es gut, bald sehen wir uns wieder, na, und so weiter. Vorsicht am Zuge! Abfahren! So. Das war's. Was siehst du, Sergei Pavlovich? In genau 3 Minuten war alles vorbei. Und wie hast du gebankt? Die 3 Minuten könnten nicht ausreichen. Ach, Brüder. Was bleibt nun noch zu sagen? Mir ist ganz komisch und schwindelig. Überhaupt, erst habe ich es gar nicht so richtig bemerkt. Aber jetzt fühle ich, meine Beine wollen auch nicht mehr so recht. Ich glaube, ich habe einfach keine Kraft mehr. Dabei bin ich doch wirklich nur eine Kleinigkeit gelaufen. Ja, eine schöne Kleinigkeit. Ein 12-Kilometer-Marsch in diesem Alter. Na, ruhen wir uns erstmal ein bisschen aus. Rauchen ein Pfeifchen. Richtig, dass Wascha sich fürs Flugzeug entschieden hat. Denk doch mal, im Flugzeug ist es nicht nur bequemer,
Die Luft ist sauber. Na, und überhaupt. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, schon als kleiner Junge hat er immer nach oben geschaut, nach dem Himmel, nach einem Flugzeug Ausschau gehalten. Nachdem er lesen gelernt hatte, interessierten ihn nur Fliegergeschichten. Tja, aber was macht ihr denn jetzt mit eurer Eingabe? Na ja, irgendwie werden wir dieses Problem schon lösen. Sowas hebt uns nicht aus dem Sattel, nicht wahr, Dimitri? Nein, das nicht, aber... Da hörst du es. Tja, was ich noch sagen wollte, Sergei Pavlovich, komm bitte morgen früh zu mir ins Büro. Kannst ohne mich nicht deinen Tee trinken, was? Ja, so ist es. Na, es geht auf den Herbst zu. Wie sieht's bei dir aus? Wir werden dein Häuschen winterfest machen, dir Holz anfahren, überhaupt alles tun, was nötig ist. Na ja, und das will ich morgen alles mit dir und den dafür Zuständigen bereden. Um mich, Pjotr Afanasitsch, brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Ich habe schon alles, was ich brauche. Ja, schon gut, schon gut. Komm trotzdem immer mal vorbei, damit ich dich nicht aus den Augen verliere. Morgen aber, komm unbedingt. So, und nun wollen wir weiter. Ich denke, Dimitri, wir haben uns lange genug ausgeruht. Ja, lange genug. Ja, und du, Sergei Pavlovich? Für dich war es noch ein bisschen wenig, was? Ah, ist dir besser? Zu Hause werde ich mich ausruhen. Außerdem ist es schon spät. Was sollen wir noch hier? Na ja, dann kommt, wir fahren. Ohne Hast sind die drei zum Auto gegangen. Ich aber habe noch lange auf dem Bahnsteig gestanden und dabei auch an dich gedacht, mein liebes Mamachen. Ich glaube, ich habe mich viel zu wenig um dich gekümmert. Aber ich bin mit meiner Geschichte noch nicht ganz fertig. Nachdem es dunkel geworden war und die Lampen brannten, ging ich noch einmal raus und da sah ich auf der Bank die Schachtel mit der Nusstorte. So hatte sie der Alte gar nicht erst mitgenommen. Das war alles, was ich dir heute schreiben wollte. Wenn es sich einrichten lässt, dann komme bitte her mich besuchen. Du fehlst mir sehr. Wie soll ich sagen? Na, einfach sehr.